Diese Kritik widme ich allen Menschen da draußen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen Menschen zu helfen. Vor allem in Not. Ja, ob nun hauptberuflich oder ehrenamtlich. Mir egal, wenn ihr mit Engagement dabei seid und es gerne macht, habt ihr meinen tiefsten Respekt. Ja, und deswegen widme ich diese Kritik hier euch. Das älteste Krankenhaus Amerikas heißt in Dr. Max Goodwin einen unkonventionellen neuen Leiter willkommen, der für Veränderungen kämpft und Patientenleben rettet. Das ist der grobe Plot der Serie New Amsterdam. Hallo ihr Lieben, heute geht es um die erste Staffel der Serie New Amsterdam, die in meinen Augen was sehr, sehr Besonderes ist. Hauptdarsteller hier ist Ryan Eggold. Den kennt viele aus der sehr, sehr beliebten Serie The Blacklist. Neben ihm spielen unter anderem mit, die Namen sind ein bisschen schwer, Moment. Freema Agyeman, Janet Montgomery und Tyler Labin, der vielleicht einige abschreckt, aber hier in Höchstform ist. Alle diese Hauptdarsteller sind in Höchstform. Unglaublich gute Leistungen hier. Ryan Eggolds Figur, ja, spielt also namens Dr. Max Goodwin, wird also neuer ärztlicher Direktor im Krankenhaus New Amsterdam in New York. Und er legt sich komplett mit dem amerikanischen Gesundheitssystem an, das definitiv seine Macken und Schwächen hat. Ist auch kein Geheimnis. Wie er und das komplette Team neben ihm sich gegen dieses System auflehnen, ist unglaublich inspirierend. Die Serie ist hierzulande noch nicht so groß. In Amerika ist sie sehr beliebt und es werden auch weitere Staffeln produziert. Ja? Deutsch synchronisiert gibt es aktuell 3 Staffeln. Auch wenn Netflix und Amazon Prime aktuell nur die erste haben, hoffe ich, dass da ganz schnell Nachschub kommt. Denn wie gesagt, Staffel 2 und 3 sind schon synchronisiert. Bitte nicht wundern, auf Netflix ist die Serie ab 16. Auf Amazon Prime ab 12. Die DVD ist tatsächlich auch ab 16. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich persönlich finde, die Serie kann ab 12 durchgehen. Ja, das müsst ihr dann jetzt selbst entscheiden. Aber 12 finde ich schon realistischer als 16. Staffel 1 hat 22 Folgen und jede Folge geht circa eine Dreiviertelstunde. Yeah! Bevor es losgeht mit den positiven und negativen Punkten, will ich euch sagen, dass ich sehr, sehr begeistert bin von dieser Serie. Ja, und zwar einfach, weil das Hauptthema hier ist Menschlichkeit. Tolle Serie, super rübergebracht. Tolle, also den Autoren auch, die diese Figuren geschrieben haben, großes Lob. Ich bin unendlich begeistert von dieser Serie. Also ihr fragt euch bestimmt auch selber, das habe ich zu Beginn auch gemacht, ach, noch eine Krankenhausserie, okay, es gibt gute, es gibt schlechte, ja, was soll diese Serie jetzt besonders machen? Jede Person, der ich diese Serie empfohlen habe, hat sie weggesuchtet. Meiner Meinung nach braucht die Welt so eine Serie wie New Amsterdam. Wenn man es zum Beispiel vergleicht mit so einer Serie wie Grey's Anatomy, also sorry, ich habe Grey's Anatomy auch mehrere Staffeln geguckt, bis mir irgendwann aufgefallen ist, mein Gott, machen die viele Fehler, nur weil die horny sind, ja? Nur weil sie geil auf irgendjemanden sind, machen die total viele Fehler in der Serie. Dann macht man eine Strichliste, also. Das gibt's hier nicht. Ja, natürlich gibt's hier und dort auch mal romantische Momente, aber hat nichts mit der Prämisse dieser Serie zu tun. Hier geht es nur darum, Menschen in Nöten zu helfen. Ihr werdet euch oft selbst erwischen, wie ihr mal schlucken müsst oder vielleicht ein bisschen Pipi in den Augen habt, ja? Aus den Gründen, weil etwas sehr traurig ist. Aus den Gründen, weil ihr euch mit jemandem freut. Ja? Und Humor gibt es tatsächlich in dieser Serie auch. Die Figur Dr. Max Goodwin geht auf sehr, sehr kreative Art und Weise oft damit um, gegen das Gesundheitssystem in Amerika anzukämpfen. Es gibt viele Krankenhausserien. Ja, es gab früher viele, es gibt jetzt viele. Aber selten hat mich so eine Krankenhausserie wie diese hier bewegt. Wirklich bewegt. Also wirklich, ich habe da mitgelitten, mitgelacht und es wird definitiv nicht nur mir so gehen. Das hier ist meiner Meinung nach schon eine Ausnahmeproduktion im Bereich Krankenhausserien. Das Übrige macht das Staffelfinale. Uiuiuiui, ja, das ist ein wirklich offenes Ende und zwar ein richtig dramatisches. Ja, wie gesagt, Staffel 2 und 3 sind schon deutsch synchronisiert. Ja, die müssten demnächst auch mal eintrudeln und ich hoffe schnell, denn ich hatte schon die Möglichkeit Staffel 2 zu gucken und
das wird schon krass aufgeklärt. Und die erste Folge der zweiten Staffel wird euch total in die Irre führen erstmal. Was ich auch sehr toll finde, man traut sich hier richtig was, ja? Also Thema Rassismus, Sexismus, Homophobie, alles, was irgendwie negativ mit dem amerikanischen Gesundheitssystem zu tun hat, wird hier angesprochen. Man traut sich hier wirklich was und das wird wirklich angesprochen und nicht nur angekratzt. Was ich auch sehr, sehr stark finde. Darüber hinaus ist dieses Ärzte-Team, ja, das wirklich Tag für Tag für seine Patienten kämpft, ist auch eine bunt gemischte Truppe. Ja, vom Alter her, von der Herkunft her, finde ich stark. Also eine bunt gemischte Truppe kämpft für seine Patienten oder ihre Patienten. Und natürlich geht nicht alles gut aus. Hier wird auch oft nichts beschönigt, was ich auch sehr gut finde. Lässt bei euch aber hier und dort mal eventuell ein paar Tränen fließen. Das ist aber kein negativer Punkt. Ja? Denn eine Serie oder ein Film, wenn die Emotionen hervorrufen, sind sie gut. Ja, also wenn sie es schaffen, euch wütend zu machen, ja? Wenn sie es schaffen, euch traurig zu machen, fröhlich zu machen und die Umsetzung auch noch richtig gut ist, von der Qualität her und von den schauspielerischen Leistungen her, dann hat so eine Serie oder so ein Film sein Ziel erfüllt. Und zwar mit Bravour. Und diese Serie schafft es. Und zwar eigentlich in jeder Episode. Negatives. So, hab überhaupt nichts zu meckern an dieser Serie. Aus all diesen Gründen bekommt diese tolle Serie von mir die glatte 1. So ihr Lieben, New Amsterdam, Staffel 1, glatte 1, stehe ich zu, bleibe ich bei. Eine schlechtere Note hat diese Serie definitiv nicht verdient. Ich bin hellauf begeistert. Also die habe ich auch weggesuchtet ohne Ende, die Serie. Wie gesagt, Leuten, Freunden, Bekannten, denen ich diese Serie empfohlen habe, auch. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass schon nach Folge 1 definitiv Suchtpotenzial entsteht bei euch. Empfindet ihr ein bisschen Empathie, ja, ist das genau eure Serie. Und diese Serie braucht die Welt, ja, ist nicht so wie bei Grey's Anatomy, wie gesagt, dass die einfach nur dauerrattig sind und eigentlich totale Egomanen, wenn man ganz ehrlich ist. Hier geht's um wirklich empathische, tolle, sympathische Figuren, die alles für ihre Patienten geben, ja. Und Dr. Max Goodwin, ja, so einen Chef hätte ich gerne mal. Also das ist mal ein Chef, für den würde ich durch die Hölle gehen und zurück. Und bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und bis bald, ihr Lieben.